Zu Frequent Traveler TV, heute wieder am frühen Morgen in Los Angeles Area in Newport Beach bzw. Huntington Beach, um ganz genau zu sein. Heute in der frisch gepressten Folge haben wir Themen: Lufthansa fliegt deutsche Staatsbürger, wahrscheinlich auch andere, die am Flughafen stehen, aus. Dann Swiss muss Atemmasken für das Personal austauschen im A320er zum Beispiel. Condor A330, der den Unfall in Frankfurt hatte mit dem, was war das denn, Hochlader, glaube ich, der fällt bis 2024 aus. Da hat die Condor natürlich Pech, also hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Lufthansa Miles and More, Cash and Miles ist zurück, bis zu 55% sparen, jetzt wo das Neue wieder eingestellt worden ist oder angeboten wird, so ist es richtig formuliert. Jetzt seid ihr dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Ich versuche auch etwas weniger gegen den Tisch zu stoßen und denkt dran zu kommentieren und ich freue mich, dass ihr schaut. Die erste Geschichte, die wir heute angehen, ist natürlich die Lufthansa und Israel, die fangen an mit den Evakuierungsflügen aus Israel. Die Flugsituation dort ist natürlich relativ problematisch. Es fliegen Raketen in und um den Flughafen herum. Heißt also, das ist ein Riesenproblem, denn die Vereinigung der Piloten hat ja auch vor Flügen nach Israel gewarnt. Die Österreicher fliegen übrigens nicht mit der AUA, sondern fliegen mit militärischen Flugzeugen. Und die Lufthansa hat jetzt mehrere Sonderflüge angesetzt, um das zu machen. Denn es sind dort einige deutsche Staatsbürger, die rausgeholt werden müssen. Ich denke mal, dass man das nicht so eng sieht. Sobald es EU-Staatsbürger sind, kommen die natürlich auch mit. Der Flugverkehr in Ben-Gurion Flughafen, so heißt der Flughafen in Tel Aviv, ist natürlich eminent wichtig, weil es einfach Symbolkraft hat und Strahlkraft hat. Deshalb ist es so, dass man natürlich in der FIA, das ist die Flight Information Region Tel Aviv, kommerziellen Flugbetrieb weiter zulässt. Einfach um zu zeigen, dass man sich nicht in die Knie zwingen lässt. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass am Mittwoch natürlich fast die Hälfte aller Flüge ausgefallen sind, weil das Risiko am Ende zu groß sind. Auch die Lufthansa sagt, man schaut sich die Situation an und fliegt nicht kommerziell dahin. Denn bei den Flügen von der Bundesregierung handelt es sich um Charterflüge, wenn man es ganz genau nimmt. Und da bin ich mal gespannt, was passiert. Bis Samstag ist es jetzt erstmal ausgesetzt. Und die Lage verschärft sich ja eher, als dass sie sich entspannt. Heißt also, dass diese Entscheidung der Lufthansa-Gruppe höchstwahrscheinlich natürlich dann verlängert wird. Ja, das ist absolut problematisch und müssen wir mal schauen, wie sich das alles wirklich entwickelt. Bei der Swiss gibt es auch Entwicklungen, die, sage ich jetzt mal, Probleme sind im Bereich der Atemmasken. Es gab zwei Smell-Events, ihr wisst ja mittlerweile, was es ist. Es riecht nach irgendwas, nach Rauch oder sonst was. Oder sogar, wenn es ganz schlimm ist, nach Kerosin, das heißt also, dass durch die Dichtungsringe in die Atemluft dort diese ganzen toxischen Sachen aus den Triebwerken in die Kabine geblasen werden. Und jetzt ist es so, dass man bei zwei Swiss-Flügen ungewöhnliche Gerüche, also Smell-Events, hatte. Und dann hat man
die Sauerstoffmasken angelegt aus Sicherheitsgründen und hat dann festgestellt, dass die Sauerstoffgeneratoren nicht ordnungsgemäß funktioniert haben. Von diesem Hersteller sind über 1000 Stück im Betrieb weltweit. Heißt also, die funktionuckeln. Aber die Crew hat einfach gesagt, die haben nicht einwandfrei funktioniert und waren sehr schwer aus der Verpackung zu bekommen. Also im Prinzip greift man so an die Seite und nimmt sich die Maske raus und zieht die sich auf die Nüstern. Jetzt ist es so, dass das Bundesamt für Zivilluftfahrt, BAZL nennt sich das in der Schweiz, und die Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST, die haben sich da natürlich kundig gemacht und haben dann geguckt. Die Swiss hat die Crews geschult und hat gesagt, wie man trotzdem damit klarkommt, bis sie ausgetauscht werden. Das muss jetzt gemacht werden, denn man hatte halt, wie gesagt, festgestellt, dass einige wirklich nicht einwandfrei funktioniert haben. Und Sicherheit hat oberste Priorität. Auch bei der Condor hat Sicherheit die oberste Priorität. Und hier ist es so, dass man ja den Unfall hatte mit der neuesten A330-900neo. Die blau-gringel gestreifte Maschine der Condor ist mit der Registrierung Delta Alpha November Romeo Bravo eigentlich schon relativ kurz nach der Auslieferung kaputt gemacht worden. Und die Reparaturarbeiten dauern halt etwas länger. Und da ist es so, dass die Maschine nach 25 Tagen im Dienst der Condor jetzt quasi längeren Urlaub hat, als es eigentlich geplant war. Und die FAZ veröffentlichte auch Fotos, dass es nicht nur ein Loch im Rumpf gibt, sondern auch, dass Sensoren in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und das macht das Ganze natürlich äußerst problematisch. Die Condor hat das Ganze jetzt nochmal eingepreist und für sich und hat auch geguckt, dass man die längere Werfzeit hat. Die Arbeiten dauern weiter an und man wird halt den kommerziellen Betrieb mit dem Flugzeug erst nächstes Jahr wieder beginnen können, weil es alles so lange dauert. Auch ist es so, dass der ungeplante Aufenthalt natürlich ein Problem darstellt. Aber irgendwie hat Condor relativ Pech, denn bei der einen Maschine war ja das Winglet kaputt gegangen. Dann ist man mit der Mauritius-Maschine ist man ja in Turbulenzen gekommen, die auch mehrere Monate ausgefallen ist. Das mit dem Winglet war ja noch am einfachsten, weil da natürlich die Freunde bei Airbus schuld waren beim Schleppen. Und das wurde dann auch direkt ausgetauscht. Aber so ist es dann halt im richtigen Leben, hast du halt Pech. Oder wie ich immer sage, hast du Scheiß am Fuß. Ist wie halt der Fußballer das immer so für sich sagt und macht. Das letzte Thema für heute, das ist das Thema Lufthansa Miles and More Cash. Und Miles, das gibt bis zu 55% Rabatt, das ist sehr schwer auszusprechen anscheinend. Auf jeden Fall so, Cash and Miles ist zurück. Man kann ab 3000 Meilen Reiseerlebnisse buchen. Vom 9. bis zum 31.10. gibt es halt 55% Meilen Nachlass. Jetzt fragt ihr euch, wie funktioniert es? Gültig ist das Ganze auf allen Fluggesellschaften, die auf Lufthansa.com buchbar sind. Reisezeitraum ist frei zu wählen. Der im Buchungsprozess angezeigte Wert ist bereits der reduzierte Wert. Also das heißt, das, was ihr seht, das wird nicht nochmal reduziert. Ihr wählt dann einen Hin- und Rückflug aus. Bei einer buchbaren Fluggesellschaft löst die Prämienmeilen anteilig ein. Konditionen sind halt wichtig, dass diese 55% je nach Zielort oder Reiseklasse variieren kann. Und wichtig ist natürlich, ihr müsst die Prämienmeilen haben. Ne? Also das ist jetzt nicht so. Aber der Senator kriegt ja 50.000 und der Horn kriegt 100.000 Überziehungskredit, wenn man das so nennen will. Also da könnt ihr das machen. Und die Berechnungsgrundlage des Fluges ist der Gesamtpreis des Flugtickets aller Steuern, Gebühren und Zuschläge. In folgenden Ländern können diese Cash and Miles eingestellt oder eingesetzt werden. Ägypten, Äquatorial, Guinea, Aserbaidschan, Australien, Bahrain, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kasachstan und so weiter und so fort. Also quasi fast alle, die wir so als potenzielle Ziele haben. Denkt dran, dass das natürlich auch mit Verfügbarkeiten zusammenhängen könnte irgendwann mal, wenn die Preise hochgehen, weil je weniger Plätze verfügbar sind, desto teurer wird das Ticket und dann ist es natürlich mit den Meilen schnell essig. Ja, damit haben wir die heutige Sendung hier schon wieder beendet. Die Frage des Tages
ist natürlich auch eine ganz klare, und zwar, das ist die Frage mit der Condor. Wie findet ihr das mit der Condor, dass diese sympathische ist das Wort, Airline aus Neu-Isenburg, sind sie doch mittlerweile in Neu-Isenburg, sollte es nicht so sein, schreibt es unten rein. Ich möchte euch nur einen Grund geben, um was reinzuschreiben, dass die da so vom Pech verfolgt sind. Und da hätte ich gern gewusst, was ihr dazu denkt und was ihr davon haltet. Also, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch zu kommentieren, ganz wichtig an dieser Stelle. Also, danke, dass ihr heute wieder dabei wart, und ihr kriegt an dieser Stelle natürlich immer den Abspann und mein Tischwackeln. Also, bis dann, ciao. Thank you.